Hallo und willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Master Duel mit Neuvertragsuniversum gegen Maschinenwesen-Aktivierung. Genug von Fischen. Jetzt erstmal schön wieder die Maschinen. sowas. Das Problem ist, Goti wird echt eintönig mit der Zeit, weil du machst halt einfach die ganze Zeit dasselbe. Ich meine, es ist effektiv, es funktioniert. Ist gar nicht mal so schwach, aber eintönig. Beschwimmen wir mal den Ersatzöffner. Den Ersatzöffner. Ersatzöffner, ja. Maschinenwesen, Ersatzöffner. Das ist der Ersatzdosenöffner. Ja, siehst du nicht die Panzerfaust? Die braucht er, um die Dosen aufzusprengen. Um die Festung auf dem Friedhof zu legen, die sich wiederum beschwört. Jo, hey, du bist dran. Joa, dann werden wir erstmal ziehen. Okay, beschwören wir erstmal Astraltopia. Astreine Sache. Und aktivieren wir Astraltopia. Auf den Friedhof legen wir den Vertrag. Wieso nicht? Ist das so eine effiziente Karte? Wahrscheinlich ist das die beste Wahl hier. Alles klar. Ja, das ist, glaube ich, das Effizienteste, was du hättest tun können. Das war eigentlich eine super Starthand für dich, kann das sein? Kann ich aber nicht beschreiben. Nehmen wir dich. Ach so. Stimmt. Die sind ja so gemacht, was das angeht. Okay. Alles klar.
egal, weil ich glaube, ich jetzt eh kein Draw krieg. Wait, what? Bevor du irgendwas, bevor du die Karte erzählen willst, darf ich jetzt aussehen, was du abwirfst. Was? Ah, das ist na, schade, da kann ich nicht mit Doppel oder nix nicht mehr hops nehmen. Naja. Egal. Ich muss mal kurz überlegen. Hätte ich das vorher gelesen, hätte ich die Beine einfach gesetzt. Ich glaube, ich hätte es andersrum machen müssen. Okay, der haut schon ein bisschen heftiger rein, der begrenzte Inferner. Ich weiß, ich hätte es andersrum machen müssen. Naja, der ist jetzt, ja, der ist jetzt auch weg. Ja, ja, ich hab verkackt. Ich hab's verschissen. Absolut zu 100% verschissen. So, weil es vom Friedhof kommt, deswegen geht das nicht. Okay. Da hätte ich mir doch irgendwas anderes holen sollen, was mehr protected. So, deine Exil-Wiedergeburt habe ich dir ja abgeworfen. Ah ja, wenn ich mal wieder exile, kann ich dann ziehen. Wow. Oh, ich habe mich gerade so aufgeregt. So richtig schön mit Fest und Kamikaze machen, funktioniert doch immer wieder ganz gut. Ah,
Ah, das war. Das geht sogar. So viele Karten sind im Friedhof. Let's go. Okay, Ja, komm, ich bei den Stack. Dich. Nein, bitte über dich. Okay, wird der Top-Deck dich retten? Oh. Oh mein Gott, okay, das ist echt ein bisschen ungünstig. Jetzt beißt mir die Änderungsstatistik in mein Bein! Mensch! Da hätte einfach Utopia rauskommen können, Mensch. Alles klar. Das hätte dann einfach funktioniert, weil ich mit Doppelt oder Nix hier mit 4000 ATK hätte angreifen können. Ich hätte aber deine Xyz-Materialien zerstört, bevor du sie hättest nutzen können. Oder auch Utopia einfach. Ach so, kannst du das? Ah ja, da ist ja, mit der... Die Zitadelle kann ein Monster auf meiner Spielfeldseite sprengen und dann alles auf deiner Seite zerstören. Dass ich da den Fehler mit den... Ich hätte zuerst den Begrenzungsentferner und dann hätte ich das Monster abwerfen sollen. Dann wäre es auf 6000 hochgegangen und dann hätte ich... Wärst du gecrashed. Es ist so ein verdammt gefährliches Deck. Das ist ein riesengroßen, fetten Beatstick einfach. Auf der Starthand. Ja gut. Sollte nicht so schlimm sein. Ich kann mit dem nicht den rühren. Okay. Dann ziehen wir mal. Okay. Astral, Topia. Ja, das gibt's doch nicht. Hast du den immer auf der Hand? Ja. Aber dazu werde ich es diesmal nicht kommen lassen. So, Spaß vorbei, die Zitadelle ist da. Go-go-go-golem. Gute Sache. Sechsal, Erschaffung. Ja, die Karte hattest du auch vorhin auf der Hand. Nicht, dass du sie genutzt hast, aber irgendwie... Ist das alles wirklich nur Zufall? Ich denke mal nicht. Und deswegen... Ist die einfach alle kaputt? Vier. Yep. Alles putt. Hier wird alles planiert, alles wird weggemacht.
Naja. Ja, der ist definitiv kein schlechter Dwarf. Wieso, was kann der? Ja, sich specialen. Ach so. Okay. Gut, dass du es mir gesagt hast. Okay, gucken wir mal auf den Topfdeck. Genau 5. Das wird aber den Effekt nicht aufhalten. Meinst du? Ich bin mir nicht sicher, weil mir wurde nicht, einmal... Ich glaube nicht, dass der besolven muss. Dafür, dass das so besolven muss. Da steht er nicht, oder? Doch. Wow. Ja. Habe ich mich richtig erinnert. So, zu deinem Glück... Ach nee, doch nicht. Ich wollte gerade sagen, ich habe selber keine Karten auf der Hand. Ist einfach der Topf der Trägheit negated. Ja, weil ich habe den selber sehr häufig benutzt, aber auf diese Weise wurde mir schon häufiger negated. Boah, das ist ja... alle 5. Ein Stack. Dann. Ja, weil er so geschrieben ist, dass man alle 5 reinmischen muss. Und das dann darf man 10. Ja. Ich habe den sehr häufig in meinem Pappenpuppendeck benutzt, weil die ja sehr viel, sehr schnell auf den Friedhof schicken. Dass ich damit halt so schon so manches Deckout entgangen bin und sowas, aber. Wenn man es irgendwie schafft, eine der 5 wieder zu verbannen oder ein Stack vorher ein Stack zu mischen, dann geht der Effekt nicht auf. Was wahrscheinlich auch erklärt, warum der Topf selber nicht limitiert ist. Weil wenn das theoretisch möglich wäre, dann könnte ich ja mit meinen eigenen Karteneffekten meine Monster vorher verbannen und dann mischt er nur 2 zum Beispiel zurück ins Stack und dann ziehe ich 2 Karten. Ich kann mir vorstellen, dass es ziemlich viele Effekte gibt, die das machen könnten. Ich weiß jetzt nicht, ob das unterschiedlich so gut ist. Weil wie hoch ist ja, die Chance, dass du eine von den 5 Karten, die du reinmischst, überhaupt ziehst? Also ja, ne. Nee, es geht ja nicht darum, sagen wir es mal so, du mischst halt 5 Karten rein und damit wird halt die Chance reduziert, dass du eine bestimmte Karte ziehst. Und wenn du halt quasi die Zahl an Karten, die zurückgemischt werden, reduzierst selbst, dann wird ja quasi dein Topdeck besser. Ich glaube aber nicht, dass ihn das so viel besser machen würde, dass er dann broken wäre. Broken vielleicht nicht, weil dann müsste man eine bestimmte Kartenkombination haben, damit das auch wirklich effizient eingesetzt wird. Die Decks, die dem spielen, haben wahrscheinlich auch mehr als genug Karten, die sie jetzt nicht unbedingt den Friedhof haben wollen. Der geht nicht mehr. Geht jetzt auch nicht mehr. Den wieder Dates. Es ist die Sache, was ich mache. Ah, die Wiedergeburt.
Könnte man meinen, ist Verschwendung. Aber jetzt kann ich die ganze Zeit ein Feld sprengen. Aber bei dem ist es auch egal, dass du ihn jetzt nicht erst über seinen Effekt beschworen hast. Ja, also er muss von einem Karteneffekt beschworen werden. Er kann nur nicht genormt werden. Das ist die einzige Beschränkung. Das ist jetzt nicht so die geile Hand. Ich könnte dich aktivieren. Das bringt mir auch nicht so viel. Okay, dann legen wir das dahin. Die Lagerübernahme. So, zurück auf die Hand. Ja gut, dann setze ich sie im nächsten Zug nochmal. Gibt es denn einen nächsten Zug? Ich glaube, es gibt keinen nächsten Zug mehr. Oh. Ja, und jetzt wird mal ordentlich geöffnet. Der haut schon rein. Ja, gut, dann würde ich sagen, bewerten nicht vergessen und weiter geht's im nächsten Part. Ciao. Ciao.